meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich heute versuchen werde, ein paar Baumwanzen zu killen und vielleicht auch ein paar Bombardierkäfer. Jetzt habe ich mir überlegt, ich mache mal... Nee, das ist die falsche Kiste. Ich werde mal hier einfach die Sachen, die ich definitiv nicht brauche, die werde ich jetzt einfach mal... Ich brauche Pfeile. Kann ich Pfeile machen? Wartet mal. Die werde ich einfach halt hier lassen. Für den Fall, dass ich sterbe und meinen Rucksack verliere. Oh, ich habe ja genug. Wartet mal. Giftpfeile wäre ja auch mal eine Idee, ne? Wartet mal, Stinkerpfeile gegen... Komm, ich mach mal 6. Dann mache ich noch mal Giftpfeile. 10. Und die normale noch ein paar. So, wie sieht denn jetzt mein Rucksack aus? Lauter Pfeile, ne? Ich mach mal noch mehr hier. So. Pass mal auf. Die packe ich jetzt mal hier mit rein. Dann habe ich 60 so eine Pfeile, also normale. Und dann halt 6 von diesen Stinker und 10 von den Gift. Ja, ist doch in Ordnung. So, das tue ich jetzt auch mal hier mit hin. Das kann dahin. So, dann werde ich einmal speichern natürlich, weil... Ach so, ich brauche meine Gasmasken. Gasmasken. Ach, ich habe 3 sogar. Habe ich gar nicht gesehen, seht ihr. Gut, so, jetzt werde ich aber nochmal speichern. Nein, speichern habe ich gesagt, Fanny. So. Ich gehe ganz kurz... Ach so, ich habe meine Axt noch. Moment. Ah. Ja. Quatsch. Ich drücke heute nur Blödsinn. Die Axt brauche ich auch nicht. So. Genau, dann gehe ich noch mal ganz kurz hier zu meinem Trinkpäckchen. Meine Rüstung ist auch nicht mehr die beste, sehe ich gerade. So. Ach ja. Gut. Sobald ich gerade einen sehen sollte, werde ich noch mal speichern. Wow. Ich habe was gehört. Nee, wartet. Ich werde erstmal die Maske aufsetzen. Wird die eigentlich abgenutzt, wenn man nicht gerade irgendwie irgendeiner Stinkwolke ausgesetzt ist? Würde mich mal interessieren. Welche Pfeile habe ich jetzt ausgerüstet? Ich nehme mal erstmal die. Da vorne, ne? Ja, da vorne sind sie. So, speicher doch mal. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade getan habe. Entschuldigt, ich bin so aufgeregt. Ja, ja, das hast du dir so gedacht. Au! Die Sau hat mich getroffen. Sag mal.
Habt ihr diesen Move gerade gesehen? Move it, Baby. Move it. Ich hab keine Ausdauer mehr. Naja, so wirklich easy ist das nicht, ne? Alter! Du Saftsack. Seh nichts. Au! Alter! Meine Maske ist kaputt gegangen. Ich krieg eine Krise. Okay. Oh, das ist übel. Und meine Rüstung ist auch fast hinüber. Aber ich hab's geschafft. Da ist echt noch jetzt zum Schluss meine Maske kaputt gegangen. Boah, das ist so krass. Ich dachte, die wäre tot. Aber du bist tot. Aber was ist denn hier auf einmal los? Okay. So. Hab eine töten können, meine Lieben. Cool, oder? So, was kostet mich jetzt? Kann man die reparieren? Ja. Wunderbar. So, dann werde ich mal hier den hier braten. Tausammler, was ist mit dir los? Kein Wasser hier. Ich hab nichts, ne? Nee. Ich habe keine Marienkäfer, kein gar nichts. Das heißt also, ich müsste die auch wieder... Ach, shit. Oh, it's pretty good. Tja, Marienkäfer, was mache ich mit euch? So, dann packe ich die mal wieder zurück. Warum ist es immer alles wieder durcheinander? Das ist voll nervig. Wenn man gestorben ist. So, das. Ey, mir fehlt ein Pfeil. Hallo? So, das kommt alles weg. Das kommt dahin. So. Nee, andere Kiste. Da. Ich habe gar keine Dings bekommen, ne? Keine Bombe, was eine Gassäcke. Unverschämtheit. Das ist ja unverschämt. So, dann setzen wir hier. Ach Gott, mein Gleiter ist kaputt. Habe ich hier noch Gleiter? Ich habe hier gar keine Gleiter, ne? Nö. Ja, gut. Dann verschrotte ich das trotzdem mal. So, ich brauche meine Waffen. Quatsch. Da. So, einmal das. Ach, das kann ich eigentlich erstmal hier lassen. Und die Schippe eventuell.
Genau. Ach so, dann werde ich noch mal ganz kurz. Ach, schon wieder die falsche Kiste. Noch mal ganz kurz. Was mache ich denn hier? Sind doch nur vier. Okay. Gut. So, dann trink mal wieder was. Obwohl, wie spät haben wir es denn? Quatsch. 19:13 Uhr. Ja, eigentlich lohnt sich das nicht mehr, irgendwas zu trinken. Ich glaube, wir gehen, nachdem wir schlafen waren, gehen wir dann direkt zu den Bombardierkäfern. Dann habe ich wenigstens wieder zwei erledigen können, wenn ich denn Glück habe. Da an einem meiner Lieblingsstelle. An der Mauer da hinten. Da hinten. Aber jetzt muss ich erstmal ganz kurz warten. Ach Mann, was drücke ich denn immer? Bis wir schlafen gehen können. Gibt es hier irgendwie in der Nähe gerade irgendwie gleitermäßig irgendwas? Nee, ne? Warum habe ich keine Gleiter? Ich habe sowieso das Gefühl, dass die auch in der Kiste auch ablaufen, ne? Das ist mir vermehrt hier an meinem Schloss da vorne aufgefallen. Ach, apropos Schloss! Ich bin noch ein Volldepp. Genau, ich kann doch gleich mit meiner Seilrutsche dahin. Wozu habe ich die gebaut? Na komm schon. Jetzt. Hey, I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer. Okay, jetzt habe ich natürlich Hunger. Wartet mal. Habe ich hier noch was Schönes? Ja, habe ich. So, lass es dir schmecken. Jetzt That's trinkst du not so dich bad. satt. Und dann gehen wir Richtung Turm. Ach, ich habe ja hier noch Stängel liegen. Die nehmen wir gleich mal mit, oder? Dann kann ich die da einlagern. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ach, eigentlich stimmt. Ich wollte eigentlich gar keine Wand mehr machen. Fällt mir mal gerade so auf. Ich wollte gleich ein Dach machen. Das sollte eigentlich so eine Art Dachboden sein dann. Ja. Seht ihr mal. Also hier an meinem Gebäude, ne? An den. Nee, ich muss nicht dahin. Ich muss. Na, was machst du denn hier? So, jetzt müssen wir einmal ganz nach oben. Und dann rutschen wir darüber und dann bin ich ja sozusagen in der Nähe von den zwei Bombardierkäfern. Ich laufe ja dort immer diese Mauer entlang. Ah, hier kann einem echt schwindelig werden, oder? Fahrstühle wären nicht schlecht. Ach, hier bin ich ja noch gar nicht fertig. Hab hier noch gar nicht fertig gebaut. So. I don't have a death wish. Diese Sprüche, ne? Genau, hier sind ja dann die Bombardierkäfer.
Bam. Bamily Bam. So, was läuft hier ab? Alles gut hier? Ich war hier schon lange nicht mehr. Dann mal gleich mal hier wieder ein paar Ziegel reinschmeißen. So. Ne, das war die unfertigen. Wo habe ich denn jetzt die fertigen Ziegel alle immer? Gott, ich war hier schon so lange nicht mehr drin. Ach so, habe ich die nicht auch trotzdem hier drin? Nee. Hä? Habe ich jetzt irgendwas... Ah, guck mal, ich habe hier drei Marienkäferbrocken noch. Leute, ich weiß nicht, wo ich meine Ziegel alle hin tue, wenn sie fertig sind. Okay, ich habe keine Ahnung. Na, dann mache ich sie jetzt erstmal hier rein. Oh Gott. So, hier ist nichts drin, oder? Nee. Habe ich denn nichts? Nee, habe ich nicht. So, dann machen wir hier mal schnell die Seile raus. Man muss ja hier ein bisschen produzieren, ne? So, wo habe ich die jetzt hier drin? Hier. Sehr gut. Dann machen wir mal... So. Die schnell da rein. Okay, perfekt. So, dann... Dann. Wo ist denn hier? Einmal. Und der Helm, der ist noch in Ordnung. So. Oh, mein Bogen ist nicht mehr in Ordnung, sehe ich gerade. Warte, so geht das nicht. So. So, und jetzt kommt hier wieder eine Mücke, oder? Sind da Glühwürmchen? Wisst ihr was? Ist das ein Glühwürmchen? Ja. Ich werde jetzt versuchen, ein Glühwürmchen zu töten. Die Reichweite reicht nicht. Ach so, die ist, fliegt die jetzt weg? Bitte nicht. Ach, die fliegen weg. Ach, ich dachte gerade, da wäre eine Feder. Komm, trink mal noch einen Schluck. At least it's clean. Ish. Jetzt habe ich zwei Pfeile versammelt. Ah. Naja, ist nicht so schlimm. So. Nee, wartet. Ich muss erst mal gucken, wo ich nochmal immer dahin kam. Ach, jetzt habe ich gerade gedacht. Oh Gottes Willen. So, sind da Bombis? Da ist auf jeden Fall eine Mücke. Eine dreckige Mücke. Ich sehe gar keine Bombis. Doch, da. Gott sei Dank. Da sind sie. Da seid ihr. Ehrlich? Jetzt. Scheiße. Irgendwie ist die Stelle doch nicht mehr so gut. Au! Ich könnte ja auch mal den benutzen. Genau. Jetzt stinkt er vor sich hin. Was? Ich habe nur noch 8 von denen?
Nee. So, okay. Den einen hätte ich schon mal. Ey, Mücke. Ach du Scheiße, sind hier viele. Hier werden es ja immer mehr. Der andere. Ich habe voll Angst vor den Mücken, ne? Genau, gehen wir da rein. So, Stinky-Pfeil. Normale Pfeile. Hey! Bleib hier! Sehr schön. So, jetzt mache ich natürlich wieder einen Screenshot, meine Lieben. Ich glaube, das ist okay so. Wobei, wartet mal, ein bisschen heller könnte ich es vielleicht noch machen, ne? Achso, ich bin im Schatten. Was ist, wenn ich mich ausstelle? Nein. So, okay. Super. Seht ihr? Jetzt habe ich wenigstens die eine Quest fertig. Irgendwie war mir das klar. Ganz schön aggro, ne? Ach, komm. Leck mich. Was ich hier wieder für Pfeile versammelt habe, ja? Wow. Die ist immer noch aggro. Eieieiei. Gut. Gut, gut. Mir wurde auch mal von No Ma'am gesagt, dass ich die Mutation... Oh Gott, wie hieß die denn? Pur de Gras, glaube ich, oder so ähnlich. Gebrauchen könnte. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo die ist. War das die hier am Sumpf hier? In diesen geheimen Gang hier rein? Vor allem, wo war der Eingang? Das ist die nächste Frage. Ich könnte es ja noch mal probieren. Oh, wobei, die Folge ist schon wieder zu Ende. Ach, scheiße, ey. Das geht immer so schnell hier. Gut, dann probiere ich das in der nächsten Folge.
Und dann gehen wir einfach mal in Richtung meiner Pyramide. War die hier nicht irgendwo dieser Eingang? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den sowieso immer irgendwie nicht so wirklich gefunden. Aber ich glaube, hier irgendwo war das doch, ne? War das hier? Habe ich es jetzt gefunden? Ach du Scheiße, ich habe gar keine Fackel. Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Ich komme hier nie wieder raus. Was lag denn da? Da war doch irgendwas. Jetzt habe ich mich. Oh Gott, ich ertrinke. Ach. Vierblättriges Kleeblatt. Ach, Coupe de Gras. Ja, Leute, ich hab's gefunden. Wer hätte das jetzt gedacht? Ich hab's gefunden. Wow. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt definitiv ein Screenshot wert. Wartet mal, mir ist gerade eingefallen, kannst du mal bitte deine Waffe wegnehmen? Dass ich jedes Mal die blöde Waffe mal Dingsen habe, ausgerüstet habe. So, pass mal auf. Ach, was habe ich denn jetzt? Ey, entschuldigt, meine Lieben, entschuldigt. Na, so viel Zeit muss sein. Oder wartet mal, wenn ich mich jetzt ein bisschen näher dahin stelle. So. Ach, jetzt habe ich ein Foto geschossen. So mündet man auch seinen Rechner zu. Genau. Das ist doch viel besser. Okay, pass mal auf. So, und jetzt kann ich doch eine Pose machen. Deuten. Ja, nice. Sehr gut. Gefällt mir. Und wenn ich mal von der anderen Seite probiere? Oh, das ist auch cool. Das ist auch cool. Das gefällt mir sogar noch um einiges besser. So, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. Ich bin jetzt hier aus dem Wasser gekommen, ne? In der nächsten Folge sehen wir uns auf jeden Fall hier noch ein bisschen um. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.